denke, das kann jeder. Nur der Wille muss da sein. Naja, so jedermanns Sache ist es wohl eher nicht. Aber für Lutz Spannagel aus Mainz-Gonsenheim kein Problem. Er steigt mutig ins 18 Grad kalte Wasser. Und tatsächlich, es kommen noch mehr. Ich gehe nicht gerne ins Heimbad. Deswegen warte ich eigentlich schon immer auf den Mai. Geniale Verhältnisse. Von daher wird das viel Spaß machen heute. Premiere, Freibad, Eröffnung. Also ist super. Der Hobby-Triathlet Johannes Koch hat es sich mit seinem Neoprenanzug auch ein bisschen einfacher gemacht. Aber das Wasser soll im Laufe des Tages wärmer werden. Das Nachheizen funktioniert bei uns übers Dach. Wir haben also eine Solarheizung. Das heißt, nachts kühlt unser Becken, weil es relativ flach ist, auch sehr, sehr stark noch aus. Wir haben momentan um die 18 Grad Wassertemperatur, aber das wird jetzt stündlich mehr. Wir werden heute Nachmittag weit über 20 Grad Wassertemperatur haben. Also, wenn Sie es ein bisschen wärmer wollen, dann eher später kommen. Im Mai ist das Mombacher Freibad täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Johannes lässt sich zum Fotoshooting für die AZ überreden, derweil sich tatsächlich um kurz vor 11 fast ein Dutzend Badegäste am Becken tummeln. Okay, im Wasser sind es genau 6. Kinder und Jugendliche zahlen 2,30 Euro, Erwachsene 3,50 Euro. Für entspannte Bahnen ist jetzt die beste Zeit.